Okay, hier in dieser Aufgabe haben wir eine Relaisspule, die einen Widerstand von 5 Ohm besitzt und ein Kupferdraht, der mit 112 Metern aufgewickelt ist. Die Frage ist, wie groß der Leiterquerschnitt ist. Gegeben sind uns die 5 Ohm, das Material, in dem Fall das Kupferdraht, mit einem spezifischen Widerstand von 0,0178 Ohm pro Quadratmillimeter Durchmeter und die Länge des Kupferdrahtes 112 Meter. Gesucht ist dann der Leiterquerschnitt in Quadratmillimeter. Hier ist die Formel gegeben, R gleich der spezifische Widerstand mal die Länge durch den Leiterquerschnitt, was dann umgestellt den Leiterquerschnitt gleich Rho, also den spezifischen Widerstand mal die Länge durch den Gesamtwiderstand ergibt. Hier sehen wir dann die Zahlenwerte eingesetzt in der umgestellten Formel, wo Ohm gekürzt werden kann und Meter weggekürzt werden kann. Im Gesamtergebnis ergibt das dann eine Leiterquerschnittsfläche von 0,0398 Quadratmillimetern. Gerundet dann 0,04 Quadratmillimeter.